Stell dir vor, du schläfst im Wald in deinem Zelt, wirst wach, hast einen wunderbaren Ausblick, zündest dein eigenes Feuer an und machst Kaffee, Tee und dein Frühstück. Wenn du das willst, wenn du das ausprobieren willst, und zwar ganz legal, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, da ist er, unser neuer Waldzeltplatz sozusagen. Du hast hier eine wunderschöne Fläche, du hast die Möglichkeit, ein Feuer zu machen, dein eigenes Zelt herzustellen und, wie schon gesagt, du hast hier mitten im Wald einen wunderbaren Ausblick hier nach draußen. Und ja, das ist unser neues Angebot auf waldurlaub.at und ich bin mir sicher, du willst ein bisschen mehr darüber wissen. Die Idee dieses Platzes, die ist sehr, sehr einfach. Sehr viele unserer Kunden haben gesagt, das ist schön, was ihr habt auf waldurlaub.at, aber wir brauchen das Zelt, das ihr uns zur Verfügung stellt, nicht. Wir haben unser eigenes Zelt oder unsere eigenen Zelte. Wir brauchen das nicht. Wir hätten aber gern die Möglichkeit, ein Feuer zu machen. Wir hätten gerne einen einsamen Platz, den man genießen kann, mitten im Wald mit schöner Aussicht. Und da sind wir jetzt. Hier gibt es außerdem noch elektrischen Strom, also 220, 230 Volt. Und es gibt fließend Wasser und es gibt natürlich eine Toilette. Und dieser Platz ist wieder exklusiv. Also wenn du diesen Platz hier buchst, dann bist du hier allein. Den brauchst du nicht teilen mit irgendjemand anderem, weil die Frage auch immer wieder kommt, sondern du bist hier wirklich allein. Schau mal her, der Platz ist jetzt nicht ein Riesenplatz. Ja? Also dass ich da jetzt, weiß ich nicht, eine Pfadfindergruppe würde ich hier jetzt nicht einquartieren wollen. Aber wenn du mit einer Familie, wir können hier maximal 6 Personen, sind hier zugelassen, das ist überhaupt kein Problem. Das nächste ist, du kannst dich auch frei bewegen, das heißt, du kannst hier wandern gehen, du kannst hier in den Wald gehen, du kannst hier die Natur erkunden und natürlich, du kannst Feuer machen. Ich weiß, ich wiederhole mich wegen dem Feuer, aber weil es eben so wichtig ist. Schau, ich kriege auf Instagram zum Beispiel oder auch per E-Mail immer wieder die Anfrage, Reini, wo kann man denn legal hingehen, ein Feuer machen und im Wald schlafen und so weiter. Und legal, wenn du nicht die Erlaubnis des Besitzers, Eigentümers hast, gar nicht. Aber hier ist das, wie gesagt, eben anders. Du hörst nichts wahrscheinlich, außer vielleicht das Knistern des Feuers hier hinten. Und Tannenheere, weil ich mache das Video jetzt im Herbst, die hört man immer wieder, und ein paar Vogel, wie man in Österreich sagt. Aber sonst ist hier nichts. Und das ist genial. Der Zeltplatz selbst, der ist uneinsichtig. Der ist von allen Seiten schön abgeschlossen. Das heißt, private Atmosphäre inklusive. Wenn du dann weiter nach vor gehst, da kommst du dann auf ein kleines Plateau, er ist etwas erhöht, da können wir dann gleich die Aussicht genießen. Die Zufahrt, weil das auch immer wieder eine Frage ist, es gibt einen eigenen Forstweg, der hierher führt, dann ein kleines Wegerl, das ich da jetzt gerade entlang gehe, vom Parkplatz, weiß ich nicht, 20, 30 Meter, also das ist jetzt, oder lass es 50 Meter sein, das ist überhaupt kein Thema. Das heißt, du kannst auch mit deiner Ausrüstung hier direkt herkommen. Das ist auch kein Thema. Und jetzt bin ich hier vorne auf dem Plateau und da hast du jetzt dann das Panorama da draußen. Und zwar, der Platz ist nach Süden ausgerichtet und dieses Panorama, das geht nach Westen auf, Südwesten auf. Das heißt, Sonnenuntergänge inklusive. Ja, das war das Video zu unserem neuen Wildcamping-Programm sozusagen hier auf waldurlaub.at. Für wen ist das zusammengefasst? Ja? Also für Pärchen, für Familien, maximal 6 Personen und du musst halt dein eigenes Zelt mitnehmen wollen und hier wild campen wollen. Du willst Feuer machen, alles überhaupt kein Thema. Du willst die Natur genießen, du willst herumstreifen, das ist alles überhaupt keine Sache. Du willst eine private Atmosphäre, die hast du hier. Du willst zufahren können, das kannst du auch. Und dann eben einen kleinen Fußweg von 50 Meter maximal, wo du deine Ausrüstung herträgst. Und das ist ganz einfach mit dabei. Bedenke auch, dass das hier etwas Exklusives ist, das heißt, es ist nur für dich. Wenn du das jetzt mit den Menschen, die da wichtig sind, oder alleine buchst, dann bist du auch wirklich hier alleine. Das ist überhaupt kein Thema. Und das ist es. Der Wanderweg ist wieder nutzbar. Du kannst dich wieder frei bewegen. Du kannst auf die Geißenbergalm fahren. Du kannst all die Freizeitbereiche hier nutzen. Und ich glaube, das ist schon einiges wert. Ja, das war's. Ich mag dich bitten, dass du mir einen Daumen nach oben gibst, dass du mir einen Kommentar schreibst, was du davon hältst. Link zu dem Camp hier, zu diesem neuen Camp, findest du natürlich auch hier. Abo dalassen, da geht's zum Camp, draufklicken, an das Video. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Würde mich freuen,
wenn du mal bei uns auf waldhof.at vorbeischaust. Bis dann und ciao.